Ja, ich finde ihn nicht. Ah, da ist er. Dass der Mechanismus noch funktioniert. Ja, geschafft. Wie das da hängt an der Mauer. Na, ist vielleicht alles ein bisschen magisch und so. Jetzt machen wir die Quest noch fertig und dann wechseln wir das Spiel mal. Dann machen wir mit Final Fantasy VII weiter. Da möchte ich nämlich heute auch noch ein paar Aufnahmen dazu machen. Hm, ziemlich interessanter Ort. Da hat sich jemand viele Gedanken bei der Planung gemacht. Oh, ich sollte mich umsehen. Die werden bestimmt gleich lebendig hier. Und dann haben wir den Salat. Au. Eindringling, du bist hier nicht willkommen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. What? Der tut weh. Für so einen kleinen Gargoyle hält der ganz schön viel aus. Heilt der ganz schön gut aus, wollte ich sagen. Wow, jetzt müssen wir aber schnell weg hier. Ein bisschen regenerieren. Der ist fast besiegt, aber jetzt habe ich doch ein bisschen Angst. Warten wir kurz. Ah, oder so. Mit der Armbrust. Der hat uns sogar eine Trophäe gedroppt. Ach so, nee. Eine Pfote. So, so. Großartig. Portale. Ah, das wird ja immer besser. Plural. Oh mein Gott, da sind ja in den anderen Etagen auch noch Portale. Das sind ja Millionen. Oder 9 oder so. Ich gehe mal da rein. Und? Aha, jetzt sind wir eine Etage höher. Suchen wir eben den nächsten Gang. Ja, vielleicht ist eine Etage höher gar nicht schlecht. Dann nehme ich jetzt mal den ersten von rechts hier. Und wir sind wieder unflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Was heißt denn schon wieder, Geralt? Wir sind zum ersten Mal am Anfang gelandet. Hä? Flucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich dachte... Mist. Schon wieder falsch. Hä? Vielleicht gibt es hier ja einen Hinweis. Ach so. Einen Hinweis? Ich hätte... Suchen wir eben den nächsten Gang. Sag mal, verändern sich die Portale hier irgendwie? Ah, da ist eine Markierung. Ich gehe da mal rein. Verflucht. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Ach so, ist das nur eine Markierung, die mir anzeigt, dass da ein Portal ist, zufällig? Ja, okay. Dann ist das eher doof. Welchen Hinweis könnte es denn sonst geben? Naja, das hier müsste auf jeden Fall mal das Richtige sein. Und hier gibt es nur zwei. Beide sind falsch. Suchen wir eben den nächsten Gang. Oder kann ich da hochklettern? Nee. Und wenn ich durch das gehe, durch das ich gekommen bin, aber wahrscheinlich... nicht. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Jetzt bin ich aber echt überfragt. Weil ich bin schon durch die beiden Portale, die ich erreichen kann, suchen wir eben den nächsten gegangen und alles ist falsch. Die Statuen scheinen ausgerichtet zu sein, als ob sie in eine Richtung zeigen würden. Welche? Vielleicht zum richtigen Portal? Danke für den Tipp, aber welche Statuen? Welche Statuen sind denn bitte ausgerichtet? Und... in welche Richtung? Hä? Ich weiß überhaupt nicht, von was der redet. Die
Gargoyle-Statuen, oder wie? Die gucken alle in die Mitte. Die große Statue, die guckt dahin. Und jetzt schaut sie in die Richtung. Ah, warte mal, ich kann tatsächlich hier runter und da hochklettern. Aha, okay. Na schön, suchen wir eben den nächsten Gang. So, wenn die Statue wirklich ausschlaggebend ist, wäre das dann der richtige letzte Teleportationsteleporter. Ach, guck. Hier muss Moreau sein Labor gehabt haben. Moreau? Kristall. Ich sollte sie im Megaskop verwenden. Es fehlen 2 Kristalle. Golopendromorphe. Der einzige Trost im Exil. Ich habe teuer für meine Fehler bezahlt. Dieses Exil, die Sehnsucht nach den schönen Wüsten und Steppen Ophirs in diesem grässlichen grünen Land oder, ja, mit seinen übertriebenen Gerüchen und Geschmäckern, von denen mir übel wird, füllt mein Herz mit Leid. Mein einziger Trost ist eine kleine Skolopendrin-Kolonie. Skolopendromorphen für die Freuden der Wissenschaft. Ich nenne sie Tausendfüßler. Sie leben in der Nähe meiner Hütte. Was lese ich hier eigentlich gerade? Diese herrlichen Kreaturen erinnern mich an die Heimat. Gewiss haben sie sich hier niedergelassen oder angesiedelt oder was auch immer, weil es hier Glumandas gibt halt und so weiter. Und die mögen Glumanda-Kot. So. Sind wir gut hier. Rezept. Mutagen blau in grün? Kann ich jetzt Mutagene untereinander kreuzen oder wie? Megaskop-Kristall. Na, können wir den nicht nehmen? Warum eigentlich nicht? Naja, dann halt nicht. Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. Dieser Kristall gehört hierher. Ein letzter Kristall fehlt. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Hä? Aber es fehlt doch einer. Aber gut, wir können uns anscheinend die anderen schon ansehen. Juli 1102. Heute beginne ich mit der größten Aufgabe meines Lebens, die größer und wichtiger als alles ist, was ich bisher getan habe, da sie mich persönlich betrifft. Mich und meinen Sohn. Als ich vor 15 Jahren im Wald von einer Bestie angegriffen wurde, kam mir ein Hexer zu Hilfe und rettete mir das Leben. Ich wusste damals nicht, dass ich diese Rettung mit dem Verlust des Mitspracherechts für die Zukunft meines eigenen Sohnes bezahlen würde. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich es getan und wäre lieber gestorben, als den Hexern meinen einzigen Sohn zu überlassen. Aber so schwor ich an dem Tag, als Jerome mitgenommen wurde, bei meiner Ehre, meinen Sohn zurückzuholen. Heute, nach vielen Jahren der Forschung und Vorbereitung, habe ich immerhin ein Gerät entwickelt, mit dem ich Mutationen studieren kann. Wenn mir die Götter gewogen sind, finde ich einen Weg, besagte Mutationen rückgängig zu machen und Jerome ein normales Leben zu ermöglichen. So. Der Professor wollte Hexermutationen nicht verstärken. Er wollte sie rückgängig machen. Ob ihm das gelungen ist? Mal sehen, ob mir das weiterhilft.
Der Kristall zu diesem Eintrag fehlt. Könnte irgendwo sein. Ich sehe mich mal um. Beobachtung 30. Die Mutationen setzen nicht sofort ein. Erstaunlicherweise entwickeln sie sich auch nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg. Um eine Mutation abzuschließen, muss das entsprechende Muttergen vielmehr fortlaufend verabreicht werden. Die Testperson verträgt das nicht besonders gut. Aber ich habe einen Weg gefunden, wodurch die Mutationen weniger problematisch und invasiv verlaufen. Ich füge der Muttergenbasis das Albumin aus dem Ei eines mutierten Riesentausendfüßlers hinzu. In einem Glasterrarium gehalten, entwickeln sich die Eier nicht. Sie bleiben klein. Die Eier selbst sehen wunderbar aus. In mutierter Form leuchten sie wunderschön. Hoffentlich verursacht das hinzugefügte Albumin keine größeren Nebenwirkungen. Aber das werden wir erst noch herausfinden. Im Untertitel stand da gerade was anderes. Da hat er gesagt, hoffentlich verursacht das hinzugefügte Eiweiß. Oder einfach nur das Eiweiß, glaube ich. Naja, egal. Beobachtung 58. Manchmal führt Misserfolg doch zum Erfolg. Ich habe eine Methode entdeckt, bei der eine Art von Mutagen durch die Zugabe bestimmter Zutaten in eine andere transmutiert werden kann. Es ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Außerdem habe ich beobachtet, dass die heutige Mutagendosis die Testperson an die Schwelle des Todes gebracht hat. Plötzlich wachte er auf, war wiederbelebt, hatte frische Kräfte. In gewisser Hinsicht ist er von der Schwelle des Todes zurückgekehrt. Ob dies auf seine Mutationen zurückzuführen ist oder reiner Zufall war, lässt sich nicht feststellen. Ich muss weitere Experimente durchführen. Okay, also kann ich nicht wirklich Kombination erstellen, sondern umwandeln in andere. Ist ja auch nicht schlecht. Gute Nacht, mach's gut. Jahre der Experimente, Forschung, Opfer, alles umsonst. Ich habe das Ziel, das ich mir gesteckt habe, nicht erreicht. Jede Mutation, die ich meinen Testpersonen verabreicht habe, erwies sich bei Jerome als wirkungslos. Was ihn von seinem Hexersein heilen sollte, ihm ein normales Leben ermöglichen sollte, verstärkte seine Mutationen weiter, machte ihn noch schneller und stärker und ließ ihn noch unmenschlicher werden. Es sieht aus, als müsste mein Sohn für immer Hexer bleiben. Ich bin gescheitert. Ich werde diesen Ort verlassen und nach Hause zurückkehren. Zu Lydia. Vielleicht nimmt sie mich doch noch zurück. Die Formeln und Mutagene lasse ich hier. Sollen sie doch verwittern und verfallen. So wie meine Träume, meinen Sohn zurückzuerhalten. Der Professor wollte also die Effekte der Mutationen rückgängig machen. Er hat sie aber nur verstärkt. Was für ein Glück für mich. Ich könnte von seinem Versagen profitieren. So, Kristallaufnahmen. Der Professor hat versucht, die Wirkungen der Hexermutationen zu neutralisieren, aber er hat sie dadurch nur verstärkt. Er hat das Eiweiß der Eier von Riesentausendfüßlern als Mutagenbasis verwendet. Ich sollte nach ihnen suchen. Sodala. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir für heute mal... Oh, ich kann nicht speichern. Was? Wenn ich nicht speichern kann? Ah doch. Machen wir für heute jetzt mal mit Witcher Schluss. Mit Witcher 3. Und ich speichere lieber zweimal. Oder man kann nicht zu oft speichern. Und da machen wir jetzt schnell 10 Minuten Pause. Und dann geht's weiter
mit ein bisschen Final Fantasy 7 noch zum Abschluss. Aber wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, dann nicht. Dann könnt ihr jetzt ausmachen. Dann ist jetzt wirklich Schluss. Aber Final Fantasy 7 gibt es auf dem Kanal trotzdem. Aber nicht jetzt, im Anschluss an dieses Video. Also dann, bis gleich, bis später.